Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Drakensang und wir sind eiligst auf dem Weg, um den Taschmann davor zu bewahren. Ist gut, um Taschmann zu kriegen, bevor er mit wahrscheinlich diesem Schiff da vorne ablegt. Der versucht nämlich gerade zu verschwinden. Gwendala hat mal die Führung übernommen. Schon beim letzten Mal und ich hoffe, wir schaffen es, bevor das Schiff ablegt. Aber es sind nur noch wenige Schritte, Taschmann zu stellen. Oh, ich sehe niemanden. Doch, da vorne steht er. Ludgar Taschmann. Wieso beim Namenlosen verfolgt ihr mich? Es scheint, ihr habt euer Schiff verpasst. Wartet, ich kenne euch. Ja, natürlich, Artosch, Sohn des Agrossos. Was wollt ihr? Ich verhafte euch hiermit wegen Mordes. Ihr solltet friedlich mitkommen und euch der Stadtgarde stellen. Wegen Mordes? Ha, dass ich nicht lache. Ihr könnt mir keine Verbindung mit dem Tod Ardos von Eberstamm beweisen. Lächerlich. Ardos von Eberstamm? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber gut zu wissen. Ardo? Was hattet ihr, Ratte, mit dem Tod an meinem Freund zu tun? Ich bin hier wegen Regulan Stirrbrand. Was ich meinte ist... Sprecht, Taschmann, solange ihr noch sprechen könnt. Eure Lügen werden euch diesmal nicht retten können. Zum Teufel mit euch und eurem Freund. Es war nichts Persönliches. Er schnüffelte halt nur ein wenig zu intensiv in den Angelegenheiten der Nicebacks herum. Oh Mann, wir haben echt für die Nicebacks gearbeitet. Ich fasse es nicht. Deswegen habt ihr ihn umgebracht? Nein, ich habe keine Hand an euren Freund gelegt. Wir haben es nur mit meiner Hilfe so aussehen lassen wie einen Ritualmord. Ihr seid eine Ratte, Taschmann. Das Geschwür Ferdox. Sprecht, wer hat Ardo umgebracht? Jandrik. Allerdings, wie es scheint, ist unser Herr Obergardist mal wieder etwas zu redselig. Auris Nasus Oculus! Was hat das zu bedeuten, Jandrik? Was macht ihr hier? Erklärt euch! Spart euch euren Befehlston für eure Straßenköter und Handlanger auf! Ist euch etwa entfallen, dass das Haus Nicebeck nicht mehr Mitwisser duldet, als für seine Pläne nötig sind? Nein. So vergesslich könnt selbst ihr nicht sein. Wie es scheint, Ludger, seid ihr einfach nicht zur Verschwiegenheit in der Lage. Doch dann lasst ihr die wichtigsten Einzelheiten aus. Über die Qualen, die dieser Ardo vom Eberstamm durch meine Hand erlitt, bevor ich ihm zusammen mit seinem Herzen das Leben entriss. Verwunderlich. Ich hatte gehofft, dass er wimmern oder gar um sein räudiges Dasein betteln würde. Obwohl ich mir so viel Zeit mit seinem Tod ließ, wollte er einfach keinen Schmerzenslaut von sich geben. Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt. Vielleicht gelingt mir ja bei den hier Anwesenden, was mir bei eurem Freund nicht gelang. Ignis Fero! Okay, mein Lieber. Das hat wehgetan und wir haben Ardos Schlüssel erhalten, von wem auch immer. Vielleicht von Ludgar oder was? Okay, also, Magie haben wir selten. Wir sind alle am Brennen. Was macht das Brennen mit uns? Wahrscheinlich Schadenspunkte einfach. Einfach in Anführungsstrichen. So, liebe Gwendala, ich würde es mal mit einem Fulminictus versuchen. Und ihr anderen dürft jetzt, ja, ihr müsst quasi jetzt einfach da ran. Wir können gleich sonst gucken, ob es auch bei dem so ist, dass man da... Was hast du gerade, Ulana? Du hast einen Rondrakam, richtig? Ja. Dann wuchtschlagt ihr alle. Und ich hoffe, ihr seid schnell genug. Wir können gucken, ob es mit der Entfernung besser geht. Mal gucken, was sie jetzt... Ja, jetzt gibt sie das erst. Alter, die ist schon tot. 30 Lebenspunkte mit einem Flammenstrahl. Das ist doch mal ein geiles Bild hier. Allerdings kein gutes für uns. Aber wir können hoffen, normalerweise sind die aus der Nähe nicht so stark. Naja, gut. 200 Lebenspunkte hat er trotzdem. 12, 12, 18, alle am Brennen. Jetzt ist die Frage, jetzt kriegt Vorgrim das nächste Ding ab.
Wir probieren es trotzdem weiter mit Wuchtschlägen. Ich wüsste sonst jetzt nicht, was wir machen sollen. Wir haben, glaube ich, keine... abweisende Rüstung bei uns. 29. Vorgrim. Heiltrank. Jetzt haut er mit dem Schwert, oder was? Ja, mit dem Säbel kannst du uns nicht kommen, glaube ich. Oh, doch, kannst du doch. So viel dazu. Bitte mal einen Einbärensaft. Und einen Schritt zur Seite. Artosch, tu dein Bestes. Jetzt keine Müdigkeit vorschützen. Und eigentlich müssten wir dich verbinden hier. 7, 2. Wo hast du deinen Einbärensaft? Hast du den schon getrunken? Jetzt ist er auch sterbend. Das ist nicht gut. Die müssen wir immer rausholen, die Leute. Alter, das geht ja echt schnell hier bei dem guten Mann. Artosch. Holst du mal bitte dein Viech raus, das andere. Mit 18, 16. Zielwasser. Fernkampf. Und Pulver Lebensregeneration. Das kannst du mal benutzen einmal. Tja. Mann, der ist echt gut. Leider im Kampf. Artosch, hau drauf. 12. 2. Aber Gulana ist großartig. Das geht dir jetzt gut hin und her. Das war ein fieser, gezielter Schlag von ihm. 18 hat er gebracht. Jetzt muss Rolana einmal nach dem Schlag, bevor du was abkriegst. Hast du was getrunken? Ja, hast du. Wuchtschlagen gerne. Wuchtschlagen gerne. 8. 52 hat er noch. Ausdauer ist weg. Rolana hat wieder was abgekriegt. Einbärensaft hinterher, bitte. 9 hat er, sie verteidigt. Ich fühle mich wie ein Sportkommentator gerade. Dreht er sich um zu Artosch, der könnte eher was abkriegen. 12. Aber wenn Rolana einmal frei im Bahn hat von hinten, okay, wunderbar. Sie stehen auch alle wieder. Und ab mit ihm ins Wasser. Da war er, der Mörder von Ardo. Jetzt haben wir das erledigt, weswegen wir eigentlich hier hergekommen sind. Wir haben Glück, dass das Spiel so gnädig ist, dass es sagt, das Feuer verschwindet einfach, ratzfatz. Das Schiff wird allerdings sinken. So, es sind wieder haufenweise Verwundete hier. Vorgrim mit 5 Wunden. Vendala mit einer. 2 Leute sind gestorben während der Zeit. Schon wieder oder zumindest tödlich verwundet worden. Sterbend krank waren sie. Sterbend verwundet, so rum. Arthur, schau dir mal den Ludger an. Ne, da gibt es nichts zu sehen, scheinbar. Ludger hat nichts bei sich. So, jetzt müssen wir noch einmal gucken, was wir da bekommen haben. Den Schlüssel, Ardos Schlüssel. Der öffnet die Tür zu Ardos Arbeitszimmer. Liebe Freunde, wir schauen einmal in unser Questbuch, aber ich glaube, damit ist das hier durch. Der Gang der Dinge. Finde Taschmann, sammle Informationen, finde Schleuserin, stoppe Taschmann, besiege Jandrik, erstatte Imran Bericht. So kann man das auch zusammenfassen, ist allerdings weniger spannend. Als das Let's Play zu gucken. Endlich wissen wir, wer hinter allem steckt. Dafür wird die alte Neischbeck bezahlen. Aber mit Sicherheit. Hier also schließt sich der Kreis. Bei Rondra, worauf warten wir noch? Auf in den Kampf. Jawohl. Und nebenbei machen wir noch eine Drachengebeste fertig. So, Imran. Wir gehen erstmal zu dir und dann würde mich interessieren, was wir in Ardos Arbeitszimmer noch finden können.
Also, viele Geschichten fügen... Ups, ich bin falsch gelaufen. Viele Geschichten fügen sich zusammen, aber Orientierung haben wir immer noch nicht. Ja, aber wieder sind zwei gestorben, ne, während des Dings. Also gut, bei Gwendala, da war es wirklich, da hatte ich noch keine Ahnung, dass der 30 Lebenspunkte mit einem Ding da weghaut. Natürlich, das wird wahrscheinlich öfter jetzt passieren. Vielleicht sollten wir unsere Leute mal komplett mit Lebenspunkten ausstatten. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist... Sind wir hier richtig? Nein, Quatsch. Da sind wir nicht richtig. Da vorne geht's zum Kontor Störrebrand. Also Artosch hat jetzt ja 10 mehr mit 50. Naja. Also war jetzt auch ein fieser Möb, der Typ. Aber wer weiß, was noch so kommt. Wie sieht es aus? Habt ihr schon alles erledigt? Nicht alles. Aber die Angelegenheit mit Taschmann endete leider etwas anders als geplant. Berichtet, was passiert. Ich konnte ihn in Fuhrmannsheim ausfindig machen und folgte ihm bis zum Hafen. Dort wurden wir von Ulvine Nicebecks Hausmagier überrascht. Er tötete Taschmann. Wie es scheint, sind die Nicebecks in mehr involviert als nur den Mord an eurem Sohn. Selbst mein Freund Ardo vom Eberstamm war ein Opfer des Hauses Nicebeck. Taschmann ist tot? Das bringt der Gerechtigkeit nichts. Wie ihr sagtet, er war nur eine Marionette der Nicebecks, da bin ich mir sicher. Doch mit seinem Tod sind auch die Beweise ihrer Beziehung gestorben. Diese verdammten Nicebecks, immer gelingt es diesen Würmern, sich aus dem Strick herauszuwinden, den sie sich selber geknotet haben. Es tut mir leid. Kann ich noch etwas für euch erledigen? Nein, im Augenblick nicht. Hier ist die Entlohnung für eure bisherigen Leistungen. Ich werde mich ein wenig zurückziehen. Ich muss mich um die Beerdigung meines Sohnes kümmern. Tut dies, doch wisset, Ulvine Nicebeck zu stellen obliegt mir. Diese Hexe hat genug Unheil verbreitet. Darüber wird sie Rechenschaft ablegen müssen. Ihr ähnelt meinem Sohn sehr. Er würde an eurer Seite kämpfen, wenn er noch leben würde. Wenn ihr es wirklich ernst meint, begebt euch zum Kontor des Hauses Nicebecks. Nicebeck, dort hält sich Ulvine die meiste Zeit auf. Viel Erfolg, Artosch, Sohn des Agrossos. Danke, Emaran. So, wo das Kontor der Nicebecks ist, wissen wir. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal nach Hause. Einmal noch richtig uns die Rachegelüste antrinken. Obwohl antrinken. Ah, wisst ihr, was wir machen? Genau. Also ich will ja nicht besoffen sein, wenn wir uns den Nicebecks stellen. Aber ich habe jetzt schon die ganze Zeit gesagt, wir gehen ein Trinken. Deswegen gehen wir jetzt einmal, sind wir da schon vorbei? Nee, wir gehen jetzt einmal ins flinke Frettchen und dann gehen wir nach Hause und schauen uns das Arbeitszimmer Arlos an. Denn es ist wirklich gerade genug passiert. Wir haben gerade erfahren, worum es hier eigentlich geht. Beziehungsweise wer es war. Man hätte es sich denken können vielleicht, dass die Nicebecks zumindest drin waren. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem Undergaster da gerechnet. Aber... Und ich aber muss es mal wieder aussitzen. Jetzt reg dich nicht auf, Orlan. Und ob ich mich aufrege? Was ist nun los? Woher sollte ich wissen, dass sie eine Hexe ist? Du solltest einfach mal dein Mundwerk zügeln. Aber sie war nun mal hässlich. Wer war hässlich? Und ich muss es mal wieder aussitzen. Jetzt reg dich nicht auf. Ich verstehe hier kein Wort. Was ist los, Aline? Und ob ich mich aufrege? Wer denn? Woher sollte ich wissen, dass sie eine Hexe ist? Was ist denn hier los? Ich wollte nur was trinken. Mein Mann wurde verzaubert. Ja, und du bist schuld, Silvene. Sag das ruhig gleich dazu. Du hast so komische
Hier läuft was aus, glaube ich. Immer mit der Ruhe. Um euch zu helfen, muss ich nur wissen, wer euch verzaubert hat und nicht, wer daran schuld ist. Eine alte Frau war es. Jetzt erzähl endlich, was du getan hast, also? Ich war ein wenig unfreundlich zu ihr. Nun, ich habe mich lustig über sie gemacht, das tut mir ja jetzt auch leid. Es stellte sich heraus, dass sie eine Hexe war. Sie wollte mir eine Lehre erteilen, doch ihr Zauber hat meinen Mann getroffen. Eigentlich hat der Zauber wohl den Hocker getroffen. Der Hocker erhob sich in die Luft und ich konnte nicht von ihm loskommen, als würde er mich festhalten. Hexenmagie ist eigenwillig. Am besten bittet ihr die Frau um Verzeihung. Sie hat sich davongemacht, als hier alle in heller Aufruhr waren. Könnt ihr uns nicht helfen? Och Leute, wirklich, ich würde ja wirklich gerne, aber jetzt gerade habe ich echt, echt was anderes zu tun. Das passt mir jetzt gar nicht. Also ich meine, es ist ja schön, dass wir die Quest hier noch gefunden haben. Die hätten wir jetzt gar nicht gefunden sonst, aber die passt mir eigentlich gerade nicht in den Kram. Aber gut, ich werde Meister Rakorium um Rat fragen. Er weilt derzeit in der Stadt. Als Meistermagier wird er sicher wissen, was man gegen Hexenmagie tun kann. Das werdet ihr tun, hast du gehört, Orlan? Sehr nett von euch, aber bitte macht schnell, ich halte es hier oben nicht mehr lange aus. Ach, du fliegst, das habe ich ja jetzt erst geschnallt, um Gottes Willen. Einfach mal dein Mundwerk zügeln. Verstehe. Ja, wenn sie hässlich war. So, aber warum ich eigentlich gekommen bin. Du, Tarosch Halmbüttel, der sieht auch aus. Verschwindet, ich habe euch nichts zu sagen. Ja. Du hast leicht reden. Du sitzt. So. Tag, was soll's sein? 4-mal Bier, bitte. Ja, es tut mir doch leid. So, 1 für dich. Na gut, dann nehmen wir jetzt 4. Wahrscheinlich haben wir schon 4, ne? Achso, nicht 100. 1, 2, 3, 4. Das wollte ich eigentlich. Dankeschön. Das teilen wir auf. Wieso ist denn hier nur 1? Achso, das haben wir schon. So, komm, das wird einfach weitergereicht. Du trinkst einen. Weiterreichen. Du trinkst 1. Geht das jetzt? Weiterreichen. Ja. So. Weiterreichen. Vorgrim trinkt 1. Weiterreichen. Und Vendala trinkt 1. Jetzt haben wir noch 1 übrig. So. Prost. Und viel Spaß. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, jetzt rennen wir mal los. Oh, das geht tatsächlich dann nicht mehr so gut, das Rennen. Du sitzt auch nicht auf diesem Ding. Ah, es sind alle schon wieder nüchtern. Ach Mann, das geht aber ein bisschen schnell. Ich hätte sie gerne etwas länger betrunken gehabt. Ich finde, das haben sie sich verdient. Ein Bier trinken und 5 Sekunden besoffen, das wäre aber ein teurer Spaß, wenn das wirklich so wäre. Gut. Ab zu Ardos Arbeitszimmer. Achso, und ja, und Meister Rakorium ist ja quasi auf dem Weg. Insofern ist jetzt die Quest auch nicht so schlimm. Der ist ja bei uns zu Hause. Was ist hier noch los? Nicebacks. Sind wir gerade direkt beim Niceback-Kontor? Ja, Tatsache. Da gehe ich gleich hin. Dann wusste ich doch nicht, wo das Niceback-Kontor ist. Das habe ich vergessen, dass das hier ist. Aber gut, jetzt standen wir direkt davor. Wir mussten uns stark zusammenreißen. Gut, dass wir nicht besoffen waren. Ich glaube, dann hätten wir das jetzt nicht geschafft, nochmal vorher nach Hause zu gehen. So, Ardos Arbeitszimmer. Reden wir erstmal kurz mit Rakorium. Ich möchte gerne alles von meinem Gedanken weghaben. Da seid ihr ja endlich. Ein schönes Haus habt ihr. Das weiß ich schon. Sag mal, Meister? Genau der richtige Meister Rakorium, hallo. Forschungen gesucht habe. Ja, ich weiß. Kann ich euch Meister Rakorium, hallo. Kennt ihr euch mit Hexenmagie aus? Zur Seite stehen? Na, ihr könnt Fragen stellen. Natürlich kenne ich mich da aus. Was genau möchtet ihr wissen? Ein Mann wurde von einer Hexe verzaubert, oder besser der Hocker, auf dem er sitzt. Nun schwebt er unter der Decke einer Taverne und der Hocker gibt ihn nicht frei.
Eine Hexe, so, so. Ich kannte mal ein altes Mütterchen, die kochte immer gar seltsame Kräutersüppchen und sprach mit ihrer Katze. Ich bin überzeugt, sie war eine Hexe. Ja, ja. So wird es sicher gewesen sein. Doch was sagt ihr nun zu dem verzauberten Hocker? Der Hocker, ja, ja. Was war denn mit dem Hocker? Die Hexe hat ihn verzaubert und nun kommt der Mann nicht mehr von ihm los. Ein verzauberter Hocker, ich verstehe. Lasst mich kurz nachdenken. Ja, offensichtlich handelt es sich um eine Hexerei, die Totes lebendig macht. Und könnte dem Mann helfen? Also das Aufheben von einer kleinen Hexerei liegt nicht im Interesse meiner Forschung, Freund Artosch, Sohn des Agrossos. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Meister Rakorium, ich bin mir sicher, dass es für einen Meistermagier wie euch nicht mehr als ein Fingerschnippen bedarf, um mit dieser Hexerei fertig zu werden. Nun ja, damit habt ihr nicht Unrecht. Also werdet ihr dem Mann nun helfen? Nun ja, ein einfaches Mittelchen wird helfen, den Hocker wieder auf den Boden zu bekommen und den Mann freizugeben. Wusste ich doch, dass ihr einen Ausweg kennt. Ihr seid wahrlich ein Meister eures Fachs. Ihr schmeichelt mir, Artosch, Sohn des Agrossos. Doch bleibt auch für euch noch etwas zu tun. Ihr müsst mir folgende Dinge besorgen. Ich brauche ein Leinenhemd, ein helles Pferdocker und Alraunenpulver. Das ist mir leider ausgegangen. Kommt wieder, wenn ihr alles beisammen habt. Da muss ich nur ums Eck gehen. Alraunenpulver mag ich verstehen, aber ein Hemd und Bier, was soll das mit Hexerei zu tun haben? Soll ich euch denn nun helfen oder nicht? Stellt keine lästigen Fragen, sondern eilt euch lieber. Also gut, ich komme wieder, wenn ich alle Dinge beisammen habe. Lasst mich kurz nach nebenan gehen. Ein Hemd. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Leinenhemd da haben, aber wir haben auf jeden Fall Alraunenpulver und ein helles Pferdocker haben wir ja eh noch in der Tasche. So, Alraunenpulver, 100 Stück. Nehmen wir mal 100 mit, können wir ja gleich wieder zurücktun. Hast du noch das Pferdocker in der Tasche? Das hat Gwendala, ne? Gib das mal, dein letztes Pferdocker kannst du mal Artosch geben. Und dann brauchen wir noch ein Leinenhemd, das sollte hier in den Kleidersäcken sein. Jetzt könnte es sein, dass wir natürlich Leinenhemden... Warum sind denn hier noch so viele Sachen? Ach, die habe ich beim letzten Mal, hatte ich keinen Bock mehr, stimmt. Also nicht beim letzten, sondern beim vorletzten Mal. Hier haben wir auch noch einiges rumliegen. Natürlich haben wir kein Leinenhemd. Polarnagel aus dem Weg. Jetzt kaufen wir noch ein Leinenhemd. Ich fasse es nicht. Nur weil der Typ da in der Taverne auf dem Hocker fliegt. Wirklich Besseres zu tun. So, Klamottenhändler. Wer ist denn da? Kräuterfrau ist hier. Oh, sag mir nicht, dass ich dazu... Warte mal. Gratu Helmbrecht, ich habe dir total viel Zeug verkauft. Hast du das noch? Ich weiß, du hast Rüstung, aber du hast auch Zeug von mir. Hier, Pfeifen, Würfel, Goldkettchen, rostige Haumesser in rauen Mengen. Na... Leider nicht. Und wenn wirklich Trolle drin sind? Das ist ein guter Einwand. Was sollen wir machen? Wie Trolle? Warten hier ist auch schon wieder was los, oder was? Sicher ist sicher. Okay, ich weiß, dass ihr da seid. Ich brauche erstmal ein Leinenhemd. Alrika, feinste Tücher, beste Stoffer. Stoffe, meine ich. Sehr gut. Ich bräuchte ein Leinenhemd. Dankeschön. 7 Heller nehme ich. Danke. Tschüss. In der Taverne sollen Trolle sein. Das glaube ich nicht. Komm, das ist hier Tavernenspaß hier in dieser Runde, oder was? Langsam werde ich grantig. Ich muss jetzt zu den Icebacks. Kann ja nicht mit Leinenhemden durch die Gegend rennen. Trolle hin oder her, die machen wir nach den Icebacks. Jetzt wird erstmal... Wie? Oh! Ihr seid es schon wieder. Meine Forschungen machen große Fortschritte. Was sag ich? Riesige Fortschritte. Hier sind die Dinge, die ihr wolltet, Meister Rakorium. Sehr gut, dann will ich gleich das Mittelchen herstellen. Wartet einen Augenblick. Das hierhin, das zerdrücken, das muss ich kosten, vorzüglich. Ach ja, und dann natürlich noch alles zusammengeben. So, hier, streut dieses Pulver auf den Hocker und der Zauber wird verfliegen.
sagt Meister Akorium, wozu brauchten wir eigentlich das Hemd und das Bier? Oh, mir war ein wenig kühl, das Hemd wird mich wärmen, vielleicht könnte ich es auch als Nachthemd benutzen. Ich verstehe, und das Bier? Nun, wenn ich schon einmal in Ferdok bin, möchte ich natürlich den Gaumenfreuden auf den Grund gehen, denen meine Novizen verfallen sind. Das Leben eines Forschers ist voller Abenteuer und Gefahren, ja. Da mögt ihr wohl recht haben. Habt Dank für eure Hilfe. Und übrigens, ihr habt nur noch einen Novizen, der andere ist Zombie geworden. Aber gut, dann will ich den armen Mann mal von diesem verhexten Hocker befreien. Aber das mache ich tatsächlich erst später. Jetzt will ich wissen, wo das Arbeitszimmer von Ardo ist. Das wird ja oben sein. Ich habe es nicht mehr im Kopf tatsächlich, dass wir hier vor einer verschlossenen Tür gestanden haben. Aber es ist vielleicht auch die Frage, ob wir das... Moment, wir suchen es erstmal. Diese Viola könnte mir auch gefallen. Wenn ihr Vater nur nicht so auf Rang und Namen pochen würde. Aber nein, was rede ich da? Ich bleibe meiner Salina treu. Jawohl. Dann solltest du mal hingehen. Ich nehme dich nämlich nicht mehr mit. Nur, dass du es weißt. Und Kladis, du kannst, glaube ich, auch gehen. Aber ja, ihr könnt auch bleiben. Da ist das Arbeitszimmer. Ardos Arbeitszimmer. Da ich nicht weiß, was uns da für eine Geschichte hinter erwartet, würde ich sagen, wir sparen uns, oder beziehungsweise ich spare mir das auf, ihr wisst es ja sicherlich wieder, für die nächste Folge. Und dann werden wir hier reinschauen, uns an Ardo noch einmal erinnern und dann Rache üben im Kontor der Nicebacks. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.